Spanien hat sich recht schnell von seiner Willkommenskultur verabschiedet. Wie gestern in einem Artikel der Welt zu lesen war, ist es mittlerweile gängige Praxis, Migranten, die in Spanien ankommen, direkt nach Norden weiterzuleiten. Spanien ignoriert damit den Dublin-Vertrag. Gemäß diesem Vertrag müssten in Spanien ankommende Migranten auch zunächst in Spanien registriert und untergebracht werden. Dass Spanien so etwas macht, ist wenig überraschend. Überrascht hat mich die Stellungnahme der FDP. Die migrationspolitische Sprecherin der FDP, Linda Teutenberg, sagte: Wenn eine echte europäische Lösung nicht möglich ist, müssen wir in Deutschland die Voraussetzungen für nationale Maßnahmen schaffen, um im Fall einer erneuten Krise die Migration in den Griff bekommen zu können. Das klingt ja ganz vernünftig, aber ist es wirklich die Linie, die die FDP auch vertritt, wenn es hart auf hart kommt? Hier im Europäischen Parlament wurde, und ich habe dazu schon einmal ein Video gemacht, am 29. November 2018 ein Gesetz verabschiedet, das sich mit der temporären Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen beschäftigt hat. Einige Länder haben, um der unkontrollierten Migration Herr zu werden, in den letzten Jahren wieder Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt. Sie machen also genau das, was die FDP jetzt fordert. Das Europäische Parlament hat sich mit dem Gesetzesentwurf vom 29.11. dafür ausgesprochen, Massenmigration als Grund für die temporäre Schließung von Grenzen auszuschließen. Die Forderung der von Frau Teutenberg also unmöglich zu machen. Frau Teutenberg stellt in Deutschland eine berechtigte und publikumswirksame Forderung auf, aber ihre eigene Partei im Europäischen Parlament hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, solche Grenzschließungen unmöglich zu machen. Weil es eine enge Abstimmung war, waren die Stimmen der sogenannten liberalen ALDE-Fraktion entscheidend. Dieser Fall ist nicht der erste dieser Art. In Deutschland fordert die FDP vernünftige Politik und im Europäischen Parlament stimmt sie regelmäßig genau entgegen dieser Forderungen ab. Zum Beispiel auch bei den Fragen zur Zentralisierung, die auch die gemeinschaftliche Haftung im Euro betreffen. Ist das nur Dreistigkeit oder eine Art parteipolitischer Schizophrenie? In jedem Fall werden die Wähler massiv hinters Licht geführt.